Schmiedinger ist nicht nur Geophysiker und Lebensmittelwissenschaftler, sondern auch seit 30 Jahren als Klimaaktivist engagiert. Die technischen Entwicklungen der letzten Jahre machen ihn optimistisch. Und der 3D-Drucker ist nur ein erster Schritt. Wir werden es vielleicht aus Zellkulturen direkt züchten. Und vielleicht habe ich sogar coole Mischungen. Also vielleicht ist dann irgendwie langweilig, wenn man immer nur Rindfleisch isst. Und man isst dann vielleicht einen Pinguin-Känguru-Burger. Aber ohne, dass man Pinguine und Kängurus quasi da jetzt großartig auf die Bälle rückt, sondern man nimmt einfach die Zellen von denen und züchtet aus diesen Zellen Fleisch. Ich glaube, dass in einigen Jahrzehnten vielleicht auch schneller, dass wir einfach Tiere nicht mehr als Nahrungsressourcen nutzen oder wenn dann nur mehr in gewissen Ländern, also in exotischen Ländern, in der Sahelzone, wo vielleicht Menschen ihre Ziege noch haben oder Ding. Aber dass wir die industrielle Massentierhaltung hinter uns lassen. Und wenn wir das nicht tun, haben wir sonst so ein Riesenproblem. Aus wenigen natürlichen Zutaten wie Erbsenprotein, Karotten und Paprika sowie Pflanzenölen und Algenextrakt wird hier veganer Lachs. Das Wiener Startup ist erst seit November 2021 am Markt, hat aber schon 30 Mitarbeiter und verkauft den Gemüselachs bereits in England, Deutschland, Holland, Spanien und natürlich in Österreich. Klassische Frage bei diesen Produkten ist ja immer, warum macht man etwas quasi mit einem Drucker, mit einem 3D-Drucker, so quasi technologisch, was es in der Natur schon gibt? Warum baut man die Natur quasi nach, wenn es eh das Original schon gibt? Was sagst du diesen Leuten, die so fragen? Naja, da muss man dazu sagen, zum Beispiel der meiste Lachs, der jetzt gegessen wird, kommt aus der Aquakultur. Und da wird zum Beispiel künstlicher Farbstoff hinzugesetzt. Da wird künstliches Omega-3-Fett hinzugesetzt, weil die Fische sonst nicht genug hätten. Und da muss man sich die Frage stellen, ist das noch natürlich? Da halte ich so etwas eigentlich noch für natürlicher. Nun ist Österreich nicht unbedingt eine Nation von begeisterten Fischessern. Wie auch auf der Leopoldauer Alm. Alles, was aus dem Meer kommt, das kann von mir aus dort bleiben. Also die Weltmeere werden von mir nicht gefährdet. Trotzdem kommen von den relativ bescheidenen 8 Kilogramm Fisch, die hierzulande jährlich pro Kopf verzehrt werden, nicht einmal 10% aus heimischer Produktion. Der Rest stammt vor allem aus Aquakulturen im Ausland, meist aus den ohnehin schon heillos überfischten Weltmeeren. Wir wollen, dass jeder Mensch eine gute Alternative hat, dass man sagen kann, ich esse sehr gerne Lachs, ich möchte auf diesen Geschmack nicht verzichten, aber ich kann ihn auf nachhaltigere und gesündere Art und Weise probieren. Und das wollen wir den Leuten anbieten. Wir haben jetzt zum Beispiel unseren Lachs analysieren lassen in einem Labor und verglichen mit einem Lachs, den man kaufen kann im Supermarkt aus dem Meer. Und wir sind draufgekommen, dass der aus dem Meer wirklich beträchtliche Mengen an Quecksilber zum Beispiel enthält oder auch anderen Schadstoffen, die speziell für Kinder und Heranwachsende sehr ungesund sind. Und bei unserem war nichts von dem zu finden oder nur in Spurenelementen. Und das ist natürlich auch ein großer Vorteil, die gesundheitlichen Seiten. Weniger Schadstoffe also als bei Lachs aus dem Wasser, aber auch weniger Geschmack. Wir sind von Fischgeschäft zu Fischgeschäft gegangen und haben uns durchprobiert. Und dann haben wir einen gefunden, wo wir gesagt haben, der schmeckt super. Der schmeckt 10 Leuten, denen wir es gegeben haben, am besten. Und genau den wollen wir wiedergeben. Also das Stück durchläuft jetzt noch einen Reifeprozess, wo sich praktisch der Geschmack voll entfaltet. Aber wir haben hier schon vorbereitet den Lachs auf einem kleinen Brötchen. Und kannst du gerne mal probieren. Dankeschön. Ich kenne schon das Produkt, aber... Ich auch. Ich nehme trotzdem eins. Das ist off the record. Ich habe nie wirklich in meinem Leben Lachs gegessen. Ich bin ein schlechter Lachsverkoster. Ich kann es wirklich nicht sagen. Ich bin gespannt auf euer Urteil. Also muss unser Kameramann hier halten. Denn er ist ausgewiesener Privatexperte für Verkostungen aller Art. Und hat den Vergleich zum echten Fisch. Es fischelt die Erbse ein bisschen. Aber Fisch bleibt Fisch und Erbse bleibt Erbse. Ja, man könnte sogar dran gewöhnen. Wenn dieser Mann das sagt, dann sind die Weltmeere noch nicht ganz verloren. Auch die 50-50 Burger Patties finden immer öfter Gnade vor fleischverwöhnten Gaumen. Wir testen immer nur mit Fleischessern natürlich. Wir fragen auch vorab, wie oft essen sie Fleisch, damit man das ungefähr einteilen kann. Es gibt schon so einen leichten Trend, also bei den Leuten, die sehr viel Fleisch essen, versus die, die eher weniger Fleisch essen, dass es so ist, dass die, die sagen wir, mittelviel Fleisch bis wenig Fleisch essen, eher zu unserem Produkt tendieren. Den Fleischessern ist aber auch extrem gut schmeckt natürlich. Ja. Und man merkt aber, die, die wenig Fleisch essen, tendieren eher so zu den vegetarischen Ersatzprodukten. Das Konzept funktioniert auch mit der Lieblingsfleischspeise vieler Kinder, den Chicken Nuggets.
Die Farbe kommt vom Kurkuma. Also da ist ein bisschen Kurkuma-Pulver drinnen. Und deswegen gibt es diese wunderschöne gelb-goldene Röstung drauf. Kurkuma ist ein Superfood. Und wir haben generell in der Entwicklung von den Chicken Nuggets mit einer Ernährungsberaterin zusammengearbeitet, um eben die Produkte so gut wie möglich für Kinder auch auszulegen. Das war tatsächlich ein schönes Feedback von einem Kind bei der Verkostung, das sagte, die sind besser als bei Mackie. Das ist eigentlich dann die Krönung. Wir sehen viele Eltern, die wirklich ihr Bestes geben und trotzdem die Kinder irgendwie Gemüseverweigerer werden. Und mit diesen Produkten kann man dann trotzdem das Gemüse in die Ernährung hineinbekommen und den Kindern auch zeigen, egal ob man es ihnen jetzt sagt oder nicht, aber das Gemüse einfach auch wirklich gut schmecken kann. Apropos Gemüse. Es führt auf Österreichs Tellern neben dem Fleisch eine Art Schattendasein als Proforma-Beilage. Und das sowohl hierzulande mit einem Anteil von mehr als 25% so viel hochwertiges Biogemüse produziert wird wie kaum sonst wo auf der Welt. Selbst im Winterhalbjahr gedeihen auch außerhalb geheizter Glashäuser Dutzende Sorten prächtigst. Es ist eigentlich unglaublich, wenn man sich vorstellt, dass wir mitten im Winter sind und was wir hier für eine Vielfalt haben, die uns die Natur bietet. Und es ist wirklich Frischgemüse, das wir jetzt im Winter auch ernten können und das wir ja, auf unseren Speiseplan auch haben sollten. Also wir leben ja heute wirklich in Zeiten mit einem totalen Überfluss. Und wir nutzen diesen Überfluss aber nur in der Menge und nicht in der Vielfalt, die uns dieser Überfluss eigentlich bieten würde. Einseitige Ernährung mit zu hohem Fleischanteil belastet neben der Umwelt auch das Verdauungssystem über Gebühr. Verstopfung und Darmprobleme bis hin zu Krebs sind die Folge. Auch weil das Mikrobiom, also die Vielfalt der Darmbakterien, ungünstig beeinflusst wird. Also in Wirklichkeit messen wir uns selbst, aber wir vergessen die ganz, ganz vielen, die unzähligen kleinen Lebewesen in unserem Körper, die lassen wir eigentlich verhungern. Also diese vielen guten Darmbakterien, die wir haben wollen, die sind nicht nur Teil vom Verdauungstrakt, sondern die helfen uns eben auch in ganz vielen gesundheitlichen Dingen. Also zum Beispiel bei der Immunabwehr, Herz-Kreislauf-Erkrankungen, aber auch gibt es auch Zusammenhänge mit der Psyche. Also die Darmbakterien können uns sogar fröhlich, traurig oder depressiv stimmen. Sauer macht lustig, meint der weise Volksmund. Und das hat auch mit der Darmflora zu tun, die Gesäuertes liebt. Man kann fast jedes Gemüse säuern, also gären oder fermentieren und damit noch gesünder für das Mikrobiom machen. Das klassische fermentierte Nahrungsmittel in unseren Breiten ist das Sauerkraut. Als Kohlgemüseart ist es ganz besonders gut für die Darmbakterien und wird auch deshalb etwa zum besonders schwer verdaulichen Schweinsbraten serviert. Allerdings, da Sauerkraut aus dem Supermarkt meist pasteurisiert ist, sind die gesunden Milchsäurebakterien zum größten Teil abgetötet. Deshalb besser selber machen. Das geht rasch und leicht und sollte auch in Pandemiezeiten nie mit desinfizierten Händen erfolgen. Diese Milchsäurebakterien, die wir da brauchen für die Fermentation, die sind eigentlich wirklich überall vorhanden. Also auf jeder Oberfläche, auch auf dem Gemüse, aber auch in der Luft und auch auf unseren Händen. Das heißt, wir sollten so eine Grundküchenhygiene sollten wir schon einhalten. Also normal Hände waschen und das Gemüse vielleicht kurz abspülen. Aber ja nicht übertreiben, weil sonst eigentlich wirklich wertvolle Milchsäurebakterien verloren gehen. Nachdem das Ganze eine Gärung ist, die ohne Sauerstoff passieren soll, ist es wirklich wichtig, dass dieses ganze Gemüse eben von der Flüssigkeit bedeckt ist, damit hier auch keine Fehlgärung oder eine Schimmelbildung passiert. Andrea Ficciola ist nicht nur Ernährungswissenschaftlerin, sondern auch gelernte und begeisterte Köchin und kennt deshalb den entscheidenden Trick beim Selbermachen von Sauerkraut. Das Glas im Glas. Und jetzt kommt der Übertrick, dass man zum Beispiel ein Glasl reinstellen kann. Und dieses Glas, das sieht man jetzt schön, drückt das Ganze rein. Das Glasl soll natürlich sauber sein. Und das Glas drückt das jetzt dann runter.